Большое спасибо, что пришли. Vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind. Да, в пятницу вечер это такой. Freitagabend, das ist ja so. Серьезный вызов слушать о репрессиях против гражданского общества в России. Also, das ist natürlich schon ein besonderes Datum, da hierher zu kommen, um einen Vortrag über die Zivilgesellschaft Russlands anzuhören. Следует сказать, что вся ситуация в России с марта Also, ich möchte sagen, die ganze Situation in Russland seit März 2014 происходит в контексте 2014, конфликта с Украиной. Das ist geprägt von dem Konflikt in der Ukraine. В том числе и репрессии против гражданского общества. Insbesondere die Repressalien gegen die Zivilgesellschaft. Я начну с политически мотивированных судебных преследований. Ich möchte vielleicht beginnen mit politisch motivierten Verfolgungen, die zu Gerichtsprozessen führen. Всего в рамках политически мотивированных процессов в 2014 году преследовалось порядка 100 человек. Also ungefähr 100 Menschen sind im Rahmen politisch motivierter Prozesse im Jahre 2014 verfolgt worden. Самым большим делом по-прежнему остается так называемое болотное дело, и про него я скажу чуть позже подробнее. Also, das wichtigste oder größte Ereignis ist die sogenannte Balotnaya-Sache, also die Sache, die sich auf dem Balotnaya-Platz vorgefallen ist, aber ich werde noch detailliert über diese Veranstaltung sprechen. Соответственно, остальные дела не такие масштабные, но вот здесь, которые описаны, дело Сенцова-Кольченко, дело о федерализации Кубани, дело о немецком флаге в Калининграде и дело о раскрашенной звезде. Und, это все в контексте Украины. Und die anderen Verfahren, also da steht die Sache Sensov, Kolchino, vier Personen wurden da festgenommen, dann Föderalisierung des Kubangebiets, dann die Sache der deutschen Flagge in Kaliningrad und der angemalte Stern. Und insgesamt wurden 46 politisch motivierte festgenommen. Буквально по два слова про каждое из этих дел. Vielleicht noch ein paar Worte zu den einzelnen Verfahren. Дело Сенцова-Кольченко – это дело арестованных четырех человек из Крыма, которые обвинены в подготовке террористической атаки 9 мая. Мая sind vier Personen festgenommen worden, die einen terroristischen Anschlag geplant haben sollen auf der Krim. Все они граждане Украины. Sind alles Staatsbürger der Ukraine. Сенцов, Олег Сенцов, достаточно известный режиссер-документалист. Ein sehr berühmter Regisseur ist Alexei Sentsov. И против них нет никаких реальных доказательств, все обвинение основано на так называемых оперативных данных. Also, und es gibt überhaupt keine Gründe, die deren Verhaftung rechtfertigen würden. Das ist alles so unbegründet. Ну, например, Кольченко обвиняется в членстве в праворадикальной экстремистской организации «Правый сектор». Und der Kolchenko, der wird bezichtigt, in einer rechtsradikalen Gruppierung anzugehören. При этом он на самом деле является экологическим и антифашистским активистом. Aber ganz im Gegenteil, er ist ein Antifaschist und kümmert sich vorrangig um den Umweltschutz. И таких противоречий в этом деле очень много. Also, auf jeden Fall gibt es sehr viele Widersprüche in dieser Art und Weise. Дело о федерализации Кубани – это дело по поводу попытки проведения митинга за то, чтобы Российская Федерация стала наконец федерацией. Der dritte Punkt, das ist, dass das Kubangebiet eine Föderation werden soll. И люди в этом деле обвинены в пропаганде сепаратизма, согласно новому закону Российской Федерации. Leute, die da festgenommen wurden, die wurden beschuldigt, dass sie Separatisten seien. Entschuldigung, was heißt das, dass das Kuban-Gebiet, ich weiß Kuban nicht, wo es liegt? Krasnodar Region, Krasnodar Region. Die Region von Krasnodar, okay. Kuban-Gebiet. Black Sea Region. Okay. Am Schwarzen Meer. Yeah. Рядом с Крымом. Also, neben der Krim gelegen, ja.
Дело о немецком флаге в Калининграде – это дело… Dann, was die Sache der deutschen Flagge in Kaliningrad betrifft. Это дело о том, что ты, как три человека из Калининграда повесили флаг Федеративной Республики Германии на здание Федеральной службы безопасности в Калининграде. Und zwar beim Sicherheitsdienst da haben drei Personen die deutsche Flagge aufgehängt in Kaliningrad. И они обвинены в злостном хулиганстве и находятся und, сейчас в заключении. Verurteilt worden wegen Hooliganster, wegen Rauditum. Дело о раскрашенной звезде – это… Denn der vorletzte Punkt, also der bemalte Stern. Это дело на таком известном здании в Москве, так называемая Сталинская высотка. Auf einem ganz berühmten Gebäude in Moskau, also einem stalinistischen Gebäude. И на нем на шпиле большая металлическая звезда. Da ist oben ein großer Metallstern angebracht. И однажды утром она оказалась раскрашена в цвета украинского флага. Und eines Tages morgens hat man festgestellt, dass dieser Stern mit den Nationalfarben der ukrainischen Flagge bemalt war. И по этому поводу четыре человека были задержаны, которые также находятся сейчас в тюрьме и обвиняются также в злостном хулиганстве и вандализме. Und aus diesem Grunde wurden vier Menschen verurteilt, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Die sitzen mittlerweile im Gefängnis und wurden also des Rauditums beschuldigt. Из этого всего видно, в какой сейчас атмосфере находится любая активность в Российской Федерации. Aus dem ist es schon zu ersehen, also wie jede beliebige Aktivität im Moment dort endet. Мы вынуждены вернуться будем немножко назад по поводу болотного дела. Jetzt wollen wir ein bisschen wieder zurückgehen. Ich habe ja gesagt, ich wollte noch über diesen Balotnoy Platz was sagen. Да, два слова о том, что произошло на Болотной also, площади. Also, zwei Worte vielleicht darüber, was auf diesem sogenannten Balotnaya Platz passiert ist. 6 мая 2012 года была очень большая демонстрация. Am 6. Mai 2012 war auf diesem Platz eine sehr große Demonstration. Порядка 40 тысяч человек. So circa 40.000 Personen nahmen daran teil. Которые выступали против результатов президентских выборов Российской Федерации. Die sind dort haben protestiert gegen die Präsidentenwahlen. Демонстрация была разогнана полицией. Natürlich war viel Polizei präsent. Больше 300 человек были задержаны. Und es waren über 300 Personen sind festgenommen worden bei der Aktion. И после, через месяц, Следственный комитет начал дело о массовых беспорядках. Und später ist dann gesagt worden, das seien also Massenunruhen. В октябре 2012 года была открыта вторая часть этого дела о подготовке массовых беспорядков не только в Москве, но и в других городах Российской Федерации. Und das ist dann weitergegangen, also nicht nur 2012 dort in Moskau, sondern auch noch in anderen Regionen waren derartige Demonstrationen. В большинстве случаев дела против участников этой демонстрации, а впоследствии против представителей регионов были сфальсифицированы. Und viele wurden dann disqualifiziert, die an den Veranstaltungen teilgenommen haben. Вот. Ну и на данный момент вот такие цифры имеем also, мы сейчас. Gegenwärtig folgende Zahlen parat. То есть в рамках этого дела 10 человек до сих пор под следствием и находятся в тюрьме. Also in dieser Sache auf dem Balotnaya Platz sind 10 Personen in Untersuchungshaft bis zum heutigen Tage. 6 человек под домашним арестом или по подписке о невыезде. Also 6 sind entweder unter Hausarrest oder mussten schriftliche Erklärung unterzeichnen, dass sie das Land nicht verlassen. 7 человек уже получили убежище в разных европейских странах. Und 7 Personen, denen ist bereits in verschiedenen europäischen Ländern Asyl gewährt worden. Это в Швеции, Финляндии, Испания, убежище буквально несколько месяцев назад. Und 2 haben erst vor ein paar Monaten noch Asyl gebeten. Осуждены 9 человек от 2 лет до 6 лет лишения свободы. Also verurteilt sind bereits 9 Personen zwischen 2 und 6 Jahren Gefängnis. И в конце
2013 года была объявлена амнистия, и в рамках этого дела амнистировано еще 14 человек, то есть они не получили никакого наказания. Im Jahre 2013 sind dann 14 Leute amnestiert worden. Чтобы понять масштабы самого дела, нужно также привести цифры. Um die Größenordnung zu verstehen, möchte ich noch ein paar Zahlen anführen. То есть обыски и допросы проходили в 11 регионах Российской Федерации. In 11 Regionen der Russischen Föderation wurden in großem Stile Hausdurchsuchungen und Befragungen, Vernehmungen durchgeführt. От Москвы до Красноярска, то есть это вся европейская часть Сибири. Also von Moskau bis Krasnojarsk, das heißt, es ist der ganze europäische Teil Russlands. Больше чем в 20 организациях и больше чем у 100 человек были проведены обыски на квартирах. In mehr als 20 Organisationen wurden über 100 Personen da als befragt. И в качестве свидетелей было привлечено более 300, ну, по разным оценкам, 500 человек. Und so 300 bis 500 wurden als Zeugen geladen, vorgeladen vom Gericht. В декабре 2013 года Международная экспертная комиссия обнародовала выводы о том, что события не соответствуют критериям массовой беспорядки, а действия полиции являлись непропорциональными и не соответствующими степени угрозы. Und am 6. Mai 2012 hat dann die internationale Gutachterkommission, also die dafür zuständig war, die Ereignisse zu beurteilen, ihren Abschlussbericht vorgelegt und festgestellt, ist zum Schluss gekommen, dass diese Demonstrationen auf dem Bolotnaja Platz also nicht den Kriterien einer Massenunruhe entsprechen und dass die Handlungen der Polizei also nicht proportional waren zu dem Grad der Bedrohung. И на данный момент 8 дел коммуницированные 8 дел обвиняемых коммуницированные в Европейском суде по правам человека, а не справедливым судебным разбирательством. Und, 8 von denen haben sich dann an den Europäischen Gerichtshof gewandt für Menschenrechte. Да. Возвращаясь уже в год текущий, в 2014 году. So, jetzt sind wir ja schon im laufenden Jahr, im 2014. Законодательство о свободе собрания было еще более ухудшено. Die Versammlungsfreiheit ist noch mehr verschlechtert worden. Ну, это как бы новый закон, он как бы закон против возможного Майдана в Российской Федерации. Es ist ein neues Gesetz rausgekommen, noch ein schärferes Gesetz, also gegen Demonstrationen, also wie Майдан. То есть там взяты все аспекты, которые происходили на Майдане, и криминализированы максимально. Man hat alle Aspekte nochmal zusammengenommen, die auf dem Майдан passiert sind, und hat diesen Protest kriminalisiert. И помимо этого установлено уголовное наказание за ненасильственное нарушение правил проведения публичных мероприятий. То есть если ты два раза, например, провел мероприятие без разрешения, но ничего не произошло. Also, die sind dann bestraft worden, ob sie zwei, dreimal irgendeine friedliche Demonstration durchgeführt haben, aber wie gesagt, es ist überhaupt nichts passiert. Да, то ты можешь попасть под уголовное преследование и получить до 4 лет тюрьмы. Ohne weiteres kann man strafrechtlich verfolgt werden und 2 bis 3 Jahre Gefängnisstrafe bekommen. Соответственно, уже все забыли про Олимпиаду в Сочи из-за украинской. Die Olympischen Spiele in Sochi haben wir wahrscheinlich alle schon vergessen. Но в контексте свободы собраний был издан специальный закон. Der Versammlungsfreiheit wurde damals ein Gesetz verabschiedet. И согласно этому закону в период Олимпиады было запрещено проведение порядка 20 мероприятий. Und es wurden also in Zusammenhang mit diesem verschärften Gesetz also über 20 Veranstaltungen während Olympischen Spiele verboten. После 1 марта, когда Верхняя палата российского парламента поддержала предложение президента Путина о возможности ввести войска в Украину, начались антивоенные выступления. Nach dem 1. März dann fingen dann die Militäraktionen an.
И, соответственно, буквально на следующий день было задержано в разных городах более 500 человек, которые вышли на антивоенные пикеты и митинги, ну и просто на улице в связи с этим. За период с марта по декабрь разогнано полицией или сторонниками войны более 30 пикетов и митингов против войны. Но при этом прошло около 100 различных антивоенных выступлений в разных городах Российской Федерации. Aber in verschiedenen Städten wurden gleichzeitig über 100 Antikriegsveranstaltungen durchgeführt in der Russischen Föderation. Неожиданно Следственный комитет вспомнил о событиях 2012 года и открыл уголовное дело в связи с протестами против результатов выбора на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге в 2012 году. Буквально свежее решение в ноябре 2014 года. Европейский суд по правам человека принял позитивное решение по иску Яшина, Немцова и других против России о задержании в декабре 2011 года. Нет, что они несправедливо пострадали и им должны заплатить компенсацию. Das neueste Gesetz von November 2014 ist das Gericht des Europäischen Rats für Menschenrechte. Und da wurde dann festgestellt, dass Yashin und Nemtsov zu Unrecht verurteilt wurden. То есть в очередной раз подтверждает ситуацию, что все вот эти задержания, разгоны несколько лет назад, они были незаконные и. Also jetzt wurde festgestellt, dass die ganzen Festnahmen der letzten Jahre nicht dem Gesetz entsprachen. От свободы собрания перейдем к свободе ассоциации. Gut, von der Versammlungsfreiheit gehen wir jetzt nun über zur Freiheit Gruppierungen, Parteien und. Одним из основных событий уходящего года явилось изменение закона об иностранных агентах. Eine wichtige Änderung gab es im letzten Jahr, und zwar das Gesetz über die sogenannten ausländischen Agenten. Следует сказать пару слов про этот закон. Da muss man vielleicht ein paar Worte sagen zu diesem Gesetz über ausländische Agenten. Этот закон был принят в 2011 году. Im Jahre 2011 wurde dieses Gesetz verabschiedet. И направлен против критически настроенных неправительственных организаций. Es richtet sich gegen kritische eingestellte Nichtregierungsorganisationen. Он имеет две составляющие. Если организация получает деньги из-за рубежа, also wenn zum Beispiel diese Gesellschaft oder diese Geld aus dem Ausland bekommt. И по мнению официальных властей занимается в широком очень смысле политической деятельностью. Und wenn sie sich nach Meinung der politischen Seite sich mit Politik im weitesten Sinne beschäftigt, то она должна, эта организация должна зарегистрироваться как иностранный агент. Dann muss sich diese Gesellschaft als ausländischer Agent registrieren lassen. Первое, что такое политическая деятельность в понимании официальных властей. Ist, zum Beispiel diese politische Tätigkeit? Это даже, например, поддержка действующего законодательства, говорение о том, что такой-то закон должен исполняться. Also zum Beispiel auch, wenn man nur sagt, also dieses Gesetz gibt, dieses Gesetz muss auch angewandt werden. Согласно представлению российских властей, это уже политическая деятельность. Also nach Ansicht der Behörden der russischen ist das schon eine politische Tätigkeit. Это как бы первый момент. Второй момент, das ist der erste Moment. Связан с самим термином иностранные агенты. Und das zweite ist also die Bezeichnung an sich
ausländischer Agent. Этот термин имеет однозначно негативную коннотацию. Also dieser Terminus ist eindeutig negativ belegt. Пришедший еще со времен советской пропаганды. Denn das ist ein Begriff, den wir aus der Sowjetpropaganda kennen. То есть это если иностранный агент, это шпион, кто действует в интересах какого-то там государства, другого, против своего государства. И очевидно, почему это было сделано, если бы организация признает себя иностранным агентом, она должна везде прибавлять к своему названию иностранный агент. Also und wenn eine Firma oder eine Gesellschaft diesen Namen bekommt, dann muss sie immer dazu sagen, ich bin ausländischer Agent. Иностранный агент Мемориал, иностранный агент. Also ausländischer Agent zum Beispiel ist diese Gesellschaft Memorial. И так далее. То есть понятно, что в публичном пространстве это выглядит совершенно ужасно. Also das klingt also in der Öffentlichkeit schrecklich. И закон говорит даже о том, что во время интервью представители организации должны говорить, мы представители организации иностранного агента там, и так далее. Und sogar wenn so eine Gesellschaft öffentlich im Fernsehen, Radio auftritt, dann müssen die dazu sagen, ja, also wir sind Vertreter eines ausländischen Agenten. Соответственно, какие изменения произошли в 2014 году? Gut, welche Veränderungen haben sich ergeben? Министерство юстиции получило возможность самому, кто является иностранным агентом, и вносить их в реестр без решения суда. Also jetzt hat das Justizministerium das Recht, irgendeine NGO, also irgendeine Nichtregierungsorganisation als ausländischen Agenten zu bezeichnen, ohne einen Gerichtsprozess. Было внесено несколько поправок, то есть политическим партиям и государственным служащим запрещено взаимодействовать каким-либо образом с иностранными агентами, организациями иностранными агентами. Соответственно, был создан прецедент, когда представители организации иностранного агента, это наблюдатели за выборами, они были удалены с избирательных участков, потому что они представляют иностранного агента. И суд подтвердил правоту таких действий. Und dann wurde seitens des Gerichts die Rechtmäßigkeit der Entfernung aus dem Wahlbezirk bestätigt. Закон оказался очень специфичным, и там нет возможности, можно попасть в реестр иностранных агентов, но нет возможности выйти из этого реестра. Also es ist auch komisch, also da kann man in dieses Register fallen und ausländischer Agent werden, aber es gibt keine Möglichkeit, wieder aus dem Register rauszukommen, wieder gestrichen zu werden. Also wenn man einmal drin ist, dann für immer. Даже если ты перестаешь получать иностранные деньги, заниматься политической деятельностью. Ich beschäftige mich überhaupt nicht mehr mit Politik und ich bekomme kein Geld mehr aus dem Ausland. Вот за последний период, когда юстиция получила эту возможность, по делам иностранных агентов прошло больше 45 судебных заседаний. Das sind über 45 Gerichtsverfahren. И три организации оштрафованы на 20 тысяч евро из-за невыполнения решений Министерства юстиции. NGOs, nichtstaatliche Organisationen, wurden jeweils zu 20.000 Euro Geldstrafe verurteilt. На данный момент 17 неправительственных организаций находятся в этом реестре. Организация, когда ее вносят в реестр, also, wenn die Organisation ins Register eingetragen wird, она должна следовать вот этим требованиям, ставить везде, я организация иностранный агент. Dann muss sie also diese Forderungen
befolgen. Also überall, wo sie auftritt, muss sie sagen, ja, ich, ausländischer Agent. Отчитываться там в 4 раза чаще перед министерством. Muss sich viermal öfter rechtfertigen und alles offenlegen vor dem Ministerium als andere. Если организация этого не делает, то министерство может ее оштрафовать. Dann hat das Ministerium da das Recht, denen eine Strafe, Geldstrafe aufzuerlegen. Moment, da ist eine Wortmeldung. Zählen dazu auch Hilfsorganisationen? В реестр на данный момент включены правозащитные, экологические организации. Menschenrechtsorganisationen. Экологические. Umweltschutzorganisationen zählen auch dazu. И одна организация – это Центр гендерных исследований. Und auch ein Zentrum für Genderforschungen. Но никаких ограничений в законе нет. Da gibt's aber keinerlei Einschränkungen im Gesetz, also das ist beliebig ausweitbar. То есть если организация помощи детям инвалидам. Also zum Beispiel, es gibt eine Organisation, die helfen behinderten Kindern. Получают деньги из-за рубежа. Und die bekommen Geld aus dem Ausland. И требуют улучшения закона о детях инвалидов. Und fordern jetzt in Russland, dass die Gesetzgebung für behinderte Kinder verbessert wird. Они попадают под все категории. Und jetzt sind die auch in der Kategorie drin wegen der politischen Einschränkung. Чтобы быть включенными в этот реестр. Deswegen werden sie da jetzt auch einbezogen. Так, после вот этих всех приключений 5 организаций достаточно известных приняли решение о закрытии. Und nach all diesen Maßnahmen und Verboten haben 5 wichtige Organisationen beschlossen, ihren Betrieb einzustellen. Последняя экологическая организация на юге России, экологическая вахта по Северному Кавказу, буквально 2 недели назад закрыто решением суда. Also die neuesten Meldungen sind ökologische Gesellschaften im Nordkaukasus und in Russland, die gerade vor einigen Tagen ihre Tätigkeit eingestellt haben. Ökologiewacht, also Ökologiewacht. Но власти приготовили сюрприз не только для российских организаций, но и для иностранных организаций. Aber natürlich, das ist auch nicht nur für die russischen Organisationen, sondern auch für die ausländischen Organisationen in gewisser Sinne eine Überraschung. В Госдуму внесен закон о так называемых нежелательных организациях. Also bei der staatlichen Duma, beim Parlament, da ist jetzt ein Gesetz eingebracht worden über sogenannte unerwünschte Organisationen. То есть те организации, которые наносят политический и экономический ущерб Российской Федерации. Also das sind die der Russischen Föderation ökonomischen und politischen Schaden zufügen. Их деятельность предлагается запретить на территории Российской Федерации. Deren Tätigkeit soll auf dem Territorium der Russischen Föderation verboten werden. Если у них есть офисы, то, соответственно, их закрыть. Also wenn die Büros haben in Russland, dann werden diese Büros geschlossen. И за сотрудничество с ними после их закрытия на территории Российской Федерации для граждан Российской Федерации предполагается уголовное преследование. Und wenn jemand mit diesen Gesellschaften zusammenarbeitet, sogar noch nach deren Schließung, dann droht denen strafrechtliche Verfolgung. Ну и буквально также вчера поступила информация. Gestern habe ich erst eine Information erhalten, что еще 2 административных дела, то есть вот по штрафам возбуждены против 2 других организаций. Dass nochmal 2 Gesellschaften eine Ordnungsstrafe bekommen haben. Вот, одной организации уже Министерство юстиции угрожает закрытием в связи с этим. Und das Justizministerium hat jetzt schon gedroht, die zu schließen, weil sie sich nicht als Agenten, ausländische Agenten bekannt haben. Да, естественно, мы не можем не говорить о ситуации с правами человека в Крыму. Natürlich müssen wir auch die Menschenrechte auf der Krim ansprechen. С точки зрения международного права, ответственность за нарушение прав человека на территории Крымского полуострова несет Российская Федерация, как захватившая эту территорию.
Zum Beispiel sind da viele entführt worden. Еще раз. Yeah. Да. Что, ответственность за нарушение прав человека на территории Крымского полуострова несет Российская Федерация. Die Verantwortung für die Menschenrechte auf der Krim, die trägt die Russische Föderation. С точки зрения международного права. Also, was internationales Recht betrifft. Вот. Какие проблемы там сейчас? Was für Probleme gibt's da momentan? Первый и самый печальный – это является уже устоявшаяся практика похищения людей. Also, das traurigste Problem ist natürlich die Entführung vieler Menschen. И четыре из этих похищенных найдены мертвыми. Und vier von denen, die entführt worden waren, wurden tot aufgefunden. Следующим является ограничение права на свободу собраний. В основном это касается крымских татар. Also, das zweite ist die Beschränkung der Menschenrechte und Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Das betrifft vor allem die Krim-Tataren. На данный момент зафиксировано более 40 случаев. Im Moment sind über 40 Fälle bekannt. Августа 2014 начали закрытие неправительственных организаций. Und seit August 2014 wurden einige Organisationen geschlossen, eine Nichtregierungsorganisation. Более 20 случаев, и главным вопиющим является закрытие крымско-татарского меджлиса и арест помещения и имущества. Und den Krim-Tataren wurde dann auch das Vermögen beschlagnahmt. Spezifische Probleme является paramilitärische Gruppierung Самообороны Крыма. Und ein ganz spezifisches Problem ist noch die paramilitärische Gruppe, die heißt Selbstverteidigung der Krim. То есть эта вооруженная группировка является личной охраной премьер-министра Крыма Аксенова. Von Aksionov ist das die Truppe, die ihn persönlich bewacht. Но при этом она не является, не находится в подчинении ни Министерства обороны, ни Министерства внутренних дел Российской Федерации. Und auch nicht dem Innenministerium Russlands unterstellt. И издан специальный закон, который Gibt's ein spezielles Gesetz? Амнистирует преступления, совершенные на территории Крымского полуострова до июля 2014 года включительно. Und das gibt Amnestie denen, die Verbrechen begangen haben vor Juli 2014. То есть фактически все нарушения прав человека, похищение людей, das heißt, изъятие собственности и так далее. Alle Verbrechen, die da begangen wurden, also Entführung von Menschen, которые случились с марта, когда началась оккупация, also, по июль. Von März bis Juli, за 4 месяца, also innerhalb dieser 4 Monate nur, они амнистированы. Die wurden alle amnestiert, also. Репрессии против ЛГБТ-сообщества. Jetzt sind es Repressalien gegen die Gesellschaft der Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Heteros und Transvestiten. Есть, соответственно, по-прежнему действует так называемый закон против гомосексуальной пропаганды. Immer noch viele Gesetze gegen homosexuelle Propaganda. Wir nennen es einfach homophobe Gesetze. В рамках этого закона в 2014 году 23 административных дела против активистов возбуждено. Es gab da im letzten Jahr 23 Ordnungswidrigkeiten gegen diese Aktivisten. Это меньше, чем в прошлом году. Weniger als im letzten Jahr. Но следует понимать, что активность вообще в целом сильно снизилась. Aber man muss eben beachten, dass die Aktivitäten überhaupt nachgelassen haben. С другой стороны, мы имеем более 40 судебных решений, которые оправдывают нападавших на мероприятия ЛГБТ. Und außerdem haben wir über 40 Gerichtsbeschlüsse, die die Angriffe der
auf die Gesellschaft der Lesben und Schwulen rechtfertigen in der Stadt Воронеж, Санкт Петербург und Moskau. То есть гомофобы фактически остаются без наказания, в том числе за насильственные действия. Quasi unbestraft. По-прежнему идет обсуждение возврата криминализации ЛГБТ, возврата уголовного наказания за принадлежность к соответствующей ориентации. Ja gut, und weiterhin wird diskutiert, also inwieweit diese Gesellschaft der Lesben und Schwulen also kriminell ist. На данный момент более 20 активистов ЛГБТ-сообщества выехали из России, запросили убежище в разных странах, 10 из них в Германии. Also über 20 Aktivisten haben beschlossen, das Land zu verlassen und haben im Ausland Asylanträge gestellt, 10 davon in Deutschland. Это то, о чем мы знаем, естественно, может и больше. Vielleicht auch mehr, also auf jeden Fall, die sind bekannt. Да, ну и вот уже развивая тему, понять масштаб, в рамках болотного дела более 50 человек уехало, опасаясь преследования. Also diese Veranstaltungen auf dem Bolotnaya Platz, da sind über 50 Leute, die das Land verlassen haben. Соответственно, ЛГБТ более 100 человек, но это те, кто не просил убежища. Also vom Verband der Lesben und Schwulen über 100, sie haben nicht um Asyl gebeten. По иным делам Verfahren, более 50 человек. 50 personen. И то, о чем нам известно, это помимо ЛГБТ более 20 вот, запросили убежище в разных европейских странах. Вот в целом такая печальная картина складывается с правами человека в Российской Федерации. Ein ganz trauriges Bild, das sich in Bezug auf die Menschenrechte in der Russischen Föderation abzeichnet. И в контексте этих событий стоит ожидать увеличения количества и уехавших по политическим мотивам, и запросов на убежище. Werden es immer mehr sein, die das Land verlassen wollen oder die deswegen im Ausland um Asyl bitten werden. Так же, как и политических преследований, закрытия неправительственных организаций auch wegen der politischen Verfolgung verschiedener Organisationen. И иных неприятностей со стороны российских властей. Und sonstiger Unannehmlichkeiten seitens der Russischen Föderation. Соответственно, как можно посмотреть еще на нашем сайте. Sie können auch unsere Website anschauen und können da auch Englisch lesen in Artikel 20. .org, там есть еще небольшая, но немецкая версия, и английская версия. Russische, eine englische und eine deutsche Version und die einzelnen Fälle. И мы стараемся их обновлять как можно чаще. Und wir bemühen uns ständig diese Website auf dem Laufenden, auf dem aktuellen Stand zu halten. Большое спасибо за ваше внимание. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hätte eine Frage. Ja. Ich möchte Ihnen fragen, ob es stimmen kann, was man bei uns in Österreich in den Zeitungen gelesen hat, dass die 50% von Marie Le Pen Geld von Banken, die den Beistand bekommen haben. Ob das möglich ist, ob das stimmen kann. Это правда, это возможно, что они получают. Правда. Das ist die Wahrheit. Правда. Das ist die Wahrheit. Да, то есть это банк, учрежденный с решающим большей частью российским участием и небольшим чешским участием. Mit großem russischen Anteil ist diese Bank auch gegründet worden. Он выдал кредит. Und die hat Kredite ausgegeben. Für die nationale Front. Für die Front National, ja. Да, порядка 9 миллионов евро. 9 Millionen Euro ist die Größenordnung. Ich dachte, inzwischen ist schon klar, dass die Summe deutlich höher liegt. Also ich dachte, ist wieder schon egal, 40 Millionen Euro hat schon mehr oder weniger zugeben müssen. Und es gibt starke Hinweise darauf, dass die FPÖ, die AfD in Deutschland, UKIP und andere rechtspopulistische Parteien ebenso. То есть они должны стать все иностранными агентами.
Das heißt, die müssen alle ausländische Agenten werden. Gar keine Ahnung. Ich hätte auch eine Frage, ist es nicht sehr beunruhigend, auch für Russland selber, dass so eine komische Liaison zwischen doch den in Europa, den sehr rechten Parteien und den angeblich wiedererstarkten Russland, beziehungsweise gerade mit ihnen auch Stalinismus und diese Ebene, dass man sich wieder auf frühere Werte und die alten guten Zeiten beruft, dass das jetzt wieder zusammengeht oder überhaupt zusammengeht. К сожалению, стоит признать, что чтобы для того, чтобы удержаться у власти, Путин готов заключать альянсы с ультраправыми, со сталинистами. И они для него совершенно такие временные союзники. Но тем не менее, это, конечно, неким образом разрушает европейскую политическую систему. Aber das zerstört natürlich in gewisser Weise das europäische System. Потому что она не готова к такому. Denn das europäische System ist nicht bereit. Такому откровенному подкупу, да. Für so etwas offenes. Ja. Könntest du noch was über die Arbeit deiner Organisation, also du bearbeitet hast, erzählen, was da dein Hintergrund war und warum du jetzt hierher gekommen bist? Да, ну, спасибо за вопрос. Да, мы, у нас вот, да, есть немецкая организация, учрежденная нашими немецкими и российскими коллегами. Solidarität mit Bürgerbewegung in Russland. Solidarität mit Bürger, mit der Bürgerbewegung, mit der Zivilbewegung in Deutschland. In Russland. Мы видим необходимость в двух основных активностях в Германии. Это различные формы солидарности. Also verschiedene Formen der Solidarität. Фонд солидарности, солидарные действия. Eine Stiftung der Solidarität. Солидарные действия. Solidarische Handlungen. Вот, и вторая активность это разъяснение ситуации, что происходит в России, в каком положении находятся активисты. Правозащитники, экологи и так далее. И что можно с этим сделать со стороны гражданского общества Европейского Союза. Können Sie etwas zu Alexander Durin sagen? Alexander Durin. Der hat früher Nazi-Literatur gelesen, Himmler und andere, hat die propagiert und positiv darüber geredet. Und jetzt hat ihn Putin in die Akademie der Wissenschaft berufen und er ist ein Berater von ihm. Ничего не изменилось, он как был фашистом, так и остался. Geändert, er war Faschist und wird immer Faschist bleiben. Только теперь он советник Путина. Nur jetzt ist halt noch Berater. Dafür sind es dann immer die anderen, die Faschisten sind. Всегда обвиняют других, что они являются. Ну, это давнишний такой пропагандистский прием. Если ты фашист, надо обвинить другого. Wenn man Faschist ist, dann muss man den anderen. Если быть более корректным в терминах, то. Also wenn man genauere Terminologie anwenden wollte. То Дугин является представителем нового правого течения. Ist er der Leiter der neuen rechten Bewegung? Так называемого евразийства. Eurasist.
И с, на данный момент с очень таким антиукраинским уклоном. Mit sehr anti-ukrainischer Tendenz. И в этой концепции главную роль играет концепция империи. Die Konzeption ist das Imperium. Das что вот есть Российская империя, и все, что хорошо для Российской империи, alles, was gut für das russische Imperium то ist, хорошо для жителей этой империи. Das ist auch gut für die Menschen, die in diesem Imperium wohnen. Ich wollte einfach fragen, wie Sie, wie Sie das Verhalten des Westens in der Ukraine sehen, von der Orangenen Revolution, und jetzt Maidan, und ja, wie Sie die Rolle auch des Westens sehen, ob nicht die Russen, vielleicht sehe ich das falsch, nicht auch Angst haben, von dem Westen irgendwie vereinnahmt zu werden. Я бы сказал, что sagen, про, если брать вот, Евромайдан, да, also, wenn man den Euromaidan jetzt у меня там десятки моих друзей с Украины участвовали also, в этом процессе. Von meinen Freunden haben da sich dran beteiligt. И влияние каких-либо западных структур было минимально. Und der Einfluss der westlichen Strukturen war minimal. В политическом смысле, aber in politischer Hinsicht, когда происходили там массовые нарушения, als da massenhaft die Gesetze übertreten wurden, то, с моей точки зрения, было недостаточно влияния. Da war meiner Meinung nach der Einfluss nicht groß genug. И сейчас недостаточно und auch влияния. Jetzt ist der Einfluss zu groß. Собственно, к оккупации Крыма. Und was dann eben auch zur Belagerung der Krim geführt hat. Und auch diese Ereignisse in Lugansk und Donetsk. Европейский Союз, он просто не успевает реагировать на die такие быстрые Union, действия die schafft президента es einfach Путина. Nicht so schnell auf die, also auf die schnellen Handlungen von Putin entsprechend zu reagieren. И стоит представлять, что граждане России, dass die Bürger Russlands, они понятия не имеют, что было на Майдане. Die können es gar nicht begreifen, was das mit dem Maidan war. Потому что они видят только картинку из телевизора. Denn die sehen das ja nur vom Fernsehen. Yeah, yeah. И в этой картинке там, конечно, ужасы показаны. Und diese Bilder im Fernsehen, die zeigen ja nur das Schreckliche. Eine Frage zu dem Begriff Faschismus. Ich habe irgendwie gelesen, dass in Russland häufig dieser Begriff einfach nur zur Diskreditierung Andersdenkender verwendet wird. Das heißt, er hat gar nichts mit Rassismus oder mit Nationalismus oder so zu tun, sondern es ist einfach der Gegner, der ist ein Faschist. Ist das wirklich so? Это абсолютно так. Absolut richtig, ja. То есть термин ну, фактически уничтожен. Der Terminus ist ja praktisch liquidiert, den gibt's ja nicht mehr. И да, я, конечно, тоже делаю ошибку, вот назвал Дугина фашистом. Хотя und es ist natürlich, habe ich auch einen Fehler gemacht, wenn ich sagte, Dugin ist ein Faschist. Ja. Он там евразиец и так далее. Ja. Вот, и да, такой пропагандистский трюк используется регулярно. Ja, und dieser propagandistische Trick wird oft angewandt. И я бы предлагал просто исключить это слово из лексикона. Also, пока... ich würde einfach vorschlagen, dieses Wort aus dem Lexikon zu streichen. И просто реально использовать другие термины, und пусть also их нужно realistisch будет, andere Termini gebrauchen. Нужно будет использовать несколько, да, там, man müsste dann расисты, paar, там, ксенофобы, also, националисты. Ксенофоб, homophob oder националист, oder вот, но тогда это durch будет mehrere Begriffe, die einen ersetzen. Понятнее, о чем речь. Damit verständlicher wird, wovon die Rede ist. И мы избежим вот этого вот. Und dann könnten wir das meiden oder umgehen, этой ловушки, diesen, когда, diesen Begriff. Противоположные стороны говорят, ты фашист, нет, ты фашист. Und dann die eine Seite sagt, du bist Faschist, und die gegnerische Seite sagt dann wieder, nein, du bist der Faschist. Aber bei uns gibt es auch eine weitere Bedeutung des Begriffs Faschist. Und das ist schon von Konstantin Znaczyny, Panjatia Faschist. Seit 1968. Именно с 1968 года. Das
würde ich jetzt eine zweitrangige Bezeichnung nennen. In Anlehnung an die Philosophin und Dichterin, werden Sie kennen, Ingeborg Bachmann. Sie hat gesagt, Faschismus beginnt in der zwischenmenschlichen Beziehung. Also schon in der Familie, Mann, Frau oder wie auch immer Geschwister. Und jetzt nochmals, noch ein weiterer Name. 1996 hat Jelzin einen Wettbewerb ausgeschrieben für eine neue russische Ideologie. Und den hat Yuri Sudakov gewonnen. Ein Historiker, der dann neue Begriffe, neue Werte aus der alten russischen Idee des 19. Jahrhunderts herausgeholt hat. Können Sie über den vielleicht noch was sagen? Да, по первому моменту, конечно, речь идет все-таки об авторитаризме, и я думаю, термин фашизм был использован как бы для усиления публицистического значения. Ich glaube, der Begriff ist damals nur benutzt worden, also zur Verstärkung seiner politischen Bedeutung. Вот. А что касается как бы русской идеи, то как бы в 96-м году было совершенно непонятно, в каком направлении будет двигаться Российская Федерация. Also 96, im Jahre 96 war es doch überhaupt nicht klar, in welche Richtung sich die russische Föderation bewegen würde. В том числе Ельцин. Entschuldigung. Я 96, в том числе это Ельцин должен был быть, у него были вторые президентские выборы. Das waren ja die zweiten Präsidentenwahlen. И это были очень сложные выборы. Und es waren sehr komplizierte Wahlen. И он искал поддержку в каких угодно политических кругах. Und er hat ganz egal in welchen politischen Kreisen. В том числе и в правоориентированных. Auch in den rechtsorientierten все, что могло ему помочь для alles, was ihm nur helfen konnte, выиграть против Зюганова, gegen Зюганов, лидера коммунистической партии, gegen den Anführer der kommunistischen Partei Зюганов zu gewinnen. Но после того, как он выиграл, aber nachdem er dann gewonnen hatte, он опять вернулся к своей фактически ist er wieder zurückgekehrt либеральной zu seiner faktischen идеологии und liberalen Ideologie. И все вот эти рассуждения про русскую идею, они были забыты. Und diese ganzen Diskussionen über russische Idee und so, die gerieten dann in die Vergessenheit. Но это не значит, что это никак не повлияло, потому aber что das heißt nicht, dass ich nicht irgendeinen Einfluss ausgeübt hat. Путин позже использовал различные различных националистов, auch noch verschiedene Nationalisten, которые подняли голову именно тогда, die когда, damals auch die Stimme erhoben haben, когда Ельцин ослабил вот это als, Ельцин geschwächt war, внимание на политическую сцену. Und dass die Aufmerksamkeit auf das politische System gerichtet hat. Noch die eine Frage. Es wird ja immer so als Drohgebärde von Putin Richtung Europa wahrgenommen, dass er mit Gaslieferungen, Einschränkungen bei Gaslieferungen und das ist auch etwas, wo dann schon immer ein gewisser Schauder auch durch die abhängigen Länder geht, в смысле, угрожает ли он Европе? Also meinen Sie, ob er dann Europa bedroht oder in naja, er bedroht natürlich Europa, aber in einer gewissen Weise weiß man natürlich wirtschaftlich, ist man von diesen Gaslieferungen durchaus abhängig, aber Putin reagiert ja dann doch auch immer wieder so, dass er so tut, als ich kann ja dann die Türkei beliefern oder was auch immer, oder China, ich brauche doch wirtschaftlich Europa nicht. Ну,
как бы следует понимать, что Путин подполковник Комитета государственной безопасности Советского Союза. Der ist sozusagen der, na, подполковник der КГБ. Also der Oberste vom KGB, ja. И это как бы не политика, это оперативная разработка. Und zwar, das ist operative Arbeit, also wie Oberst, Oberst der... И в оперативной разработке все хорошо. Можно сегодня сказать одно, завтра второе, послезавтра третье. Man kann es heute das eine sagen, morgen das andere und übermorgen das dritte. И все может быть неправдой, и наоборот, все может быть правдой. Es kann alles Lüge sein oder es kann auch alles Wahrheit sein. Но есть два момента, которые однозначны. Aber es gibt zwei Momente, die eindeutig sind. То, что Россия зависит от Евросоюза, потому что Европейский Союз это самый основной покупатель нефти и газа. Die Europäische Union der Hauptkäufer von Öl und Gas ist. И, конечно, Путин каким-то образом может там снизить поставки или еще что-то сделать. Но это имеет очень небольшое пространство для маневра, особенно сейчас. Das hat keinen großen Einfluss, keinen großen Spielraum. Потому что российская экономика зависит на 80% от продажи сырья. Zu 80% hängt die russische Wirtschaft vom Verkauf von Rohstoffen ab. И вся инфраструктура, она сделана для того, чтобы продавать это в Евросоюз. Die ganze Infrastruktur ist so ausgelegt, um in die Europäische Union zu liefern. Потому что это такая взаимозависимость. Also eine gegenseitige Abhängigkeit. А второй момент, который я очень люблю повторять своим зеленым друзьям, что это как раз очень хорошая ситуация, когда нужно выходить из зависимости от ископаемых источников энергии и говорить всем, давайте мы разовьем наши альтернативные источники и не будем зависеть от Путина. Вообще не будем его бояться, потому что, скажем, у нас есть солнечные батареи, там, ветровые турбины и все остальное. И можешь продавать свою нефть китайцам. Ich möchte nochmal die Frage ansprechen, die schon angeklungen ist. Inwieweit muss man Verständnis haben für die tatsächliche Verurteilung, wie das eingeschätzt, Beurteilung der Westen oder unserer Gesellschaft europäische hat sich immer weiter nach Osten in russisches Einflussgebiet ausgedehnt. Inwieweit ist das Sorge zu regen für das Volk oder für die Regierung in diesem Land? Ну, как бы, если российская сторона исходит из того, что, что это как бы конфликт, что, что даже представить в каком-то далеком будущем, что Россия станет членом Европейского Союза, невозможно. Vorstellen würde, dass in ferner Zukunft mal Russland Mitglied der Europäischen Union sein könnte. То естественно, да, это как бы можно понять, потому dann что könnte man das verstehen, ja. Это как бы такая самозащита. Dass das vielleicht sowas wie Selbstschutz, Selbstverteidigung ist. Но если, как я так по косвенным данным понимаю, что речь там про Украину и про то, что ja gut, ich meine, es geht um die Ukraine und an die anliegenden что просто Украина с точки зрения менталитета, развития гражданского общества, всех институций, очень близко к России. И вдруг Украина принимает решение о том, что мы пойдем в другую сторону. Beschließt die Ukraine plötzlich, wir wollen einen anderen Weg einschlagen, wir wollen auf die andere Seite. И это самый страшный пример. Und das ist das, also das schlimmste Beispiel. Потому что никакая Эстония, там, Литва, Польша, Estland, там, Litauen oder so, это Polen. Другие страны, das не родные, будем так говорить. Das sind andere Länder, ja.
А Украина это такой пример, Украина, das ist das Paradebeispiel. Который, когда люди задумываются, das kann die Situation in Russland sehr stark verändern. И могут сказать, да мы тоже так же можем, мы что, как бы, мы такие же. Ja, wir können auch so. Wir sind die вот gleichen. Они прогнали своего Януковича. Да, и следующий вопрос, да, кто вот кого надо прогнать из России? Вот. И, естественно, эта реакция, она гипертрофирована, и вот этот закон там, по собраниям, это очевидно. Паника в связи с возможным Майданом. И даже какие-то, как сказать, признаки признаков, то есть это не реальность. Das sind die Anzeichen für Anzeichen. Das heißt also keine Realität. Это вызывает такую реакцию, что надо все заасфальтировать, всех also, посадить das, и все. Die und die Reaktion hervor. Also wir müssen alles blank machen, alles asphaltieren. Поэтому в этой ситуации как бы in der Situation möchte ich тоже sagen, отдельно нужно представить, что есть Путин и есть Россия. Если мы говорим Путин это Россия, как у нас некоторые идеологи говорят. Wenn bei uns, wenn wir sagen, Putin, то Путин это Россия. Putin et Russia. Ist Russland. Putin ist Russland. То, тогда да, тогда естественно его опасения понятны. Но если мы говорим, что есть Россия, которая не Путин, которая sagen, за европейские ценности, Putin, за права человека и так далее, Russland ist für Menschenrechte, то тогда не должно быть никаких опасений. Dann dürfte es keine Befürchtungen geben. Da muss man fragen, wie viel in der Bevölkerung in Russland stehen. А то вот мы посмотрим, когда евро станет 100 рублей, сколько будет населения за Путина. Schauen, wenn der Euro, wenn man von Euro 100 Rubel zahlen muss, wollen wir mal schauen, wie es dann aussieht. То, что мы имеем так называемую социологию сейчас по поводу поддержки Путина. Also was die Unterstützung von Putin angeht, soziologisch gesehen. Да, это оценка работы российского телевидения, да, российской пропаганды. Also das ist die Beurteilung des russischen Fernsehens, der Propaganda. Ну, это, да, они хорошо работают. Sagen die ja, die arbeiten gut. Но понять, насколько население готово поддержать Путина. Aber wir wissen nicht, welcher Prozentsatz der Bevölkerung станет понятно только когда будут перед населением станут реальные экономические и социальные вызовы. Das wird erst dann klar werden, wenn also die wirtschaftliche Situation die Menschen herausfordert. Тогда можно говорить dann о том, что kann man sagen, ja. Есть ли сторонники империи в России или gibt's все-таки jetzt Befürworter des russischen Imperiums oder или хочется в Европу? Wollen die lieber nach Europa? In den letzten Monaten gab es ja viel Kritik an den deutschen Medien. Dass sie sehr unausgewogen berichten. Ну, что касается конфликта на Украине, что это не такая вот объективная информация, не уравновешенная информация. Ну, как-то их lerne Deutsch, от их lese nicht deutsche Medien. Но стоит сказать, что не только немецкая медиа. Also nicht nur die deutschen Medien. Но и в целом европейская медиа не готова к пропагандистской войне. Sondern auch die ganzen europäischen Medien, also machen Propaganda. И естественно, мы должны объективно говорить о том, что есть российская пропаганда. Objektiv gestehen, es gibt russische Propaganda. Есть украинская пропаганда. Es gibt ukrainische Propaganda. Они искажают факты. Und die entstellen die Fakten, ja? И
медиа в Европе, которые отвыкли просто от... Die Medien in Europa, das sind in отвыкли от этой ситуации. Und die haben sich das abgewöhnt, die sind das nicht mehr gewohnt. Они вот начинают это воспринимать die и... fangen dann an, mal das so aufzunehmen. И также искажать картину. Und die verzerren auch das Bild. Если вы возьмете материалы до Крыма, nehmen Sie doch mal die ganzen Materialien vor Krim. То они во многих случаях были пророссийские. Die waren pro-russisch in der Mehrheit. Потому что они брались напрямую из российской пропаганды. Weil die direkt aus der russischen Propaganda. Когда случился Крым, который, очевидно, als das mit der Krim passierte, поставил под сомнение всю систему европейской безопасности, da ist das ganze System der Sicherheit in Frage gestellt worden. То есть конвенции о том, что после 45 года не происходит die Konvention, dass nach 1945 территориальных изменений, keine territorialen Änderungen vorgenommen werden dürfen. Как бы, да, тут возникла другая тенденция. Und dann hat sich die Tendenz geändert. И даже вопрос еще не в медиа, а еще влияние социальных сетей на эту ситуацию. И вот там будет самая настоящая, как это, четвертая пропагандистская мировая война. Kennen Sie die geostrategischen Ideen von Amerika, Brzezinski und Kissinger, und da wird ja klar gesagt, dass bis 2015 die Ukraine in den Westen eingegliedert werden müsste und dann die Eurasier oder die eurasischen Ideen, das Großrussland zu kappen oder zu sprechen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Что-то я то, что я читал Бзижинского и Киссинджера, там не было вообще такого. Also ich habe von denen gelesen, aber nichts darüber von Kissinger. Вот. И с моей точки зрения здесь вопрос не в том, что. Und meiner Meinung nach ist die Frage nicht die. Вопрос не в этом, вопрос в том, что решит украинский народ. И это самое важное. И влияние Соединенных Штатов для некоторых так называемых антиимпериалистов является таким оправданием для всего. Что вот что-то происходит, это значит Соединенные Штаты там. Egal was passiert, man sagt dann immer die Vereinigten Staaten. Вот, к сожалению, это не совсем так. Тогда было бы все очень просто. Да, нужно победить Соединенные Штаты, и все станет хорошо. Все-таки нужна рефлексия всех этих процессов. Я могу тоже геополитические концепции там, того же Дугина привести, который говорит ровно противоположное. Мы должны захватить Украину для Sie того, чтобы нанести поражение Соединенным Штатам. Если воспринимать всерьез, то очень голова начинает болеть. Ich würde gerne noch mal zur Frage der Öffentlichkeit zurückkommen. Seit abschließt wir das Ding. Und zwar auf zwei Ebenen. Zum einen, was die Öffentlichkeit in Russland selber betrifft. Wir haben ja mitgekriegt, dass eine der massiven Aktionen Putins war, die kritische Presse auszuschalten. Gibt es sowas wie die kritische Presse? Ja. Критическая печать в России, вот на бумаге или в интернете. Мы знаем, что есть такая цензура в интернете. Что русские машины, как Google,
Welchen Einfluss hat es auf die Vernetzung? Also wir wissen ja auch, dass wenn Ausdrücksungen schreiben, ist das Erste, was passiert, die Computer werden. Ich dachte, wird arrestiert, wurde die Computer beschlagnahmt und besucht. Also es ist ja alles nachvollziehbar aufgrund der Internetkommunikation. Das ist Kommunikation, das ist Internet. Die eine Frage, die andere Frage in Bezug auf Deutschland, aber stelle ich vielleicht noch eine Frage. Вопрос, bitte. Ну, да, это правда. То есть все основные... Ja, es ist recht, richtig. Internetmedien. Die Internetmedien alle. Они либо уничтожены. Wurden entweder alle vernichtet, ja, как zerstört. Как, например, Лента.ру, где... Wie zum Beispiel Lenta.ru. Где просто была полностью сменена редакция. Also da wurde die Redaktion ausgetauscht. И теперь это совершенно пропутинская. Und es ist eine total pro-Putin Seite. Информационное агентство. Да. Also eine Informationsagentur rein pro-Putin. Вот. Lenta.ru. Также все ведущие критические сайты. Auch alle führenden großen к ним закрыт доступ сейчас Seiten, в Российской Федерации. Ist, der Zugang gesperrt. Вот вчера я прочел о том, что, gestern habe ich noch gelesen, что есть такая институция Роскомнадзор, как раз которая da gibt's so eine Institution, Роскомнадзор, also das heißt, Kontrolle oder Aufsicht, занимается блокировкой сайтов. Und diese Aufsichtsorganisation, die beschäftigt sich mit der Blockierung der Websites. И они выпустили сотое постановление. Die haben hunderte von Erklärungen abgegeben, Verordnungen. Блокировки зеркала сайта grani.ru. Dass auch diese Seite grani.ru, also so ähnlich wie Weltspiegel, also dass die auch gestrichen wird. Вот. И как заинтересованная часть интернет-пользователей. Und die interessierte Seite der Internetnutzer, die interessierten они Menschen, получают эту информацию, обходя блокировки. Also die через, bekommen dann diese Information, indem sie diese Blockierung eben umgehen. Через зеркала, через социальные сети. Durch soziale Netze, durch irgendwelche Weltspiegel. Но, как бы, будем говорить, какая-то нейтральная часть. Aber der neutrale Teil, то она, конечно, резко ограничена в доступе к альтернативной информации в интернете. Der ist sehr, sehr eng. Ведущая социальная русскоязычная социальная сеть, also она das führende soziale russische Netz, называется ВКонтакте. Das heißt im Kontakt, ja? Она фактически под контролем государства. Das ist trotzdem faktisch unter staatlicher Kontrolle. Как было правильно сказано, основная Wie's поисковая richtig, система Яндекс.ру также es gibt ja auch die, Yandex, also unser Google, die haben Яндекс.ру под контролем государства. Auch unter staatlicher Kontrolle. И имеет возможность просто фильтровать поисковые die запросы. Auch die Möglichkeit, also alles Mögliche rauszufiltern. То есть тенденция, она... Тенденция? Это, конечно, будет не китайский вариант. Es wird natürlich nicht die chinesische Variante geben. Потому что инфраструктурно недостаточно сил у российской власти. Denn die Infrastruktur ist nicht vergleichbar. Но очень серьезные ограничения в Aber es sind wirklich sehr ernstzunehmende Einschränkungen da. Циркуляции информации в интернете. Also, dass nicht die ganze Information im Internet genutzt werden kann. Zweite Frage. Noch eine Frage. Könnte sich der alternative Nobelpreisträger Snowden, könnte er Snowden, faktisch auch Informationen aus Russland, das eben an uns transportieren, müsste если я правильно понимаю, он получил альтернативную Нобелевскую премию. Er hat den alternativen Nobelpreis bekommen. И он не в России сейчас. Aber ist es nicht in Russland? И я очень надеюсь, что он обнародует информацию по России. Ich hoffe sehr, dass also Informationen über Russland veröffentlichen wird. Аналогичную, которую он обнародовал по Соединенным Штатам. Und zwar eine analoge Information, wie sie auch von den Vereinigten Staaten veröffentlicht hat. Я прямо жду этого. Ich warte direkt darauf. Ja. So, jetzt muss man den Werbeblock einschalten, weil Snowden hat nämlich nicht nur den alternativen
Может, у него есть информация, которая поможет прекратить вооруженный конфликт на Украине? Also vielleicht findet er sogar auch eine Lösung, die dann den bewaffneten Konflikt in der Ukraine beendet. Самое время ее обнародовать. Das ist jetzt an der Zeit, also das zu veröffentlichen. Und dann stoppt er den Klimawandel. И тогда вот изменение климата тоже. Darf ich noch ganz kurz was zu Putin sagen? Das ist ein Stück der Putin. So obskur uns das erschien, dass, Putin, dass Snowden ausgerechnet bei Putin ist. Vielleicht ist es nachträglich betrachtet auch ein Glück für Snowden, weil er persönlich dort immerhin Leben führen kann, was er in keinem europäischen Land führen könnte, weil er hier nicht den Selbstschutz hat. Einfach weil die USA direkt Zugriff haben. Ну, я считаю, что это просто игра Путина. Ich denke, das ist nur ein Spielchen von Putin. Что просто в этот момент он как бы zu dem Zeitpunkt, нанести ущерб Соединенным Штатам было выгоднее, чем das там, war also für ihn sehr vorteilhaft, den Vereinigten Staaten Schaden zuzufügen. Чем там, не знаю, als dann, weiß nicht, наоборот, выдать его. Das nicht zu tun, ja. То есть это вопрос не о том, что das ist nicht die Frage. Как это не о реальной защите речь. Also, не, das ist nicht wirklicher Schutz, also nicht wirkliche Schutzgewährung. Ja, это может, может измениться в любой момент. Das könnte sich in jedem Moment wieder ändern. Ja. Конечно, да, в этой ситуации может только сочувствовать человеку. Что natürlich, also in der Situation kann sich ein Mensch dann dort sicher fühlen. Putin, Snowden ist bereits von Putin benutzt worden. Er hat keine andere Möglichkeit. Ich habe Snowden original gehört, wie er Putin die Frage gestellt hat. Herr Präsident, gibt es in Russland auch solche Abhörpraktiken? Und dann hat er gesagt, Herr Snowden, wie Sie wissen, gibt es das bei uns nicht. Ich habe noch, aber jetzt was anderes, ich will noch eine Hypothese loswerden. Im Westen hört man ja bei denjenigen, die Putin verteidigen, oder wie das neuerdings heißt, Putin verstehen, da hört man, dass die Schuld für den Konflikt beim Westen liegt. Nun hat der Westen gewisse Fehler gemacht, zweifellos. Aber ich habe die starke Vermutung, dass Putin nur darauf gewartet hat, auf eine Gelegenheit, um die Krim zu annektieren. Denn das ist schon ein langer Prozess, ein Prozess auch der Demütigung für Putin und für seine Leute, dass die Sowjetunion verkleinert wurde, 14 unabhängige Staaten sind daraus geworden und dadurch ist Russland oder die Sowjetunion auf 76% geschrumpft.
Bette Musik, was ist der Kratilas Napi? Top die Satish ist die. Und das hat dann Center. Der frühere Außenminister, vielleicht auch andere, Joschka Fischer. Mit dem Phantomschmerz bezeichnet. Ich versuche jetzt zu antworten. Конечно, для работников КГБ. Natürlich für die Mitarbeiter des KGB. Для партийного руководства Коммунистической партии Советского Союза. Für die kommunistische Partei der Sowjetunion. Это было унижение. War das eine Erniedrigung? И то, что делал Путин с момента своего прихода в 99 году к власти. Und das, was Putin im Moment tat, als er an die Macht kam. Это такая Ersatz империя в рамках Российской Федерации. Das war ein Ersatzimperium. Pardon, das war ein Ersatzimperium. Ja, in der, и причина это в том, что не было люстрации. Und der Grund ist der, dass es keine Illustration gab davon. И то, что в Украине происходит, также причина в том, что не было иллюстрации и десталинизации. Und der Grund ist der auch dasselbe in der Ukraine und die Destalinisierung. И если бы это произошло, о каком унижении вообще бы речи не шло? Denn sonst wäre von keiner Erniedrigung die Rede gewesen. Но на это не хватило политической воли. Aber der politische Wille hat nicht ausgereicht. И из-за отсутствия этой политической воли мы сейчас имеем новую авторитарную недоимперию. Haben wir ein neues autoritäres Regime in Russland? Ja, also Russland hatte keinen Grund gehabt, früher die Krim zu annektieren, wenn die Ukraine sagt, jetzt gehen wir, wenn sie in die Ukraine gezwungen wird oder veranlasst wird, sich distanziert von Russland, dann wird es natürlich interessant zu sagen, halt die Krim, die gehört uns seit Jahrhunderten. Krim ist das geschichtlich falsch. Нет, Крым аннексировали, потому что государственная власть в Украине была слаба и не могла оказать серьезного сопротивления. Крым ist annektiert worden, weil die Ukraine schwach war und sich nicht gewehrt hat. И Путин был уверен, что Европейский Союз просто не успеет вмешаться в эту ситуацию. Und der Putin war davon überzeugt, dass es die Europäische Union einfach nicht schafft, sich da einzumischen. И поэтому это случилось. Deswegen ist es passiert. А не потому, что Крым когда-то входил в состав Российской империи. Aber nicht, weil die Krim schon mal im Russischen Reich war. И также такое же произошло с Южной Осетией и Абхазией. Dasselbe ist ja passiert in Abkhazien. Хрущев hat 1954 gesagt, okay, die Krim kann bei der Ukraine bleiben. Es ist ja sowieso eins, wir sind ja sowieso eins. Ja, aber ich stelle hier, dass der ganze Krim oder der Stein aus der Ukraine. Если бы это что понятно, что так как нет Советского Союза, что это понятно, что вот они хотели бы иметь Крым. Ну, серьезно, это достаточно длинная дискуссия. Also, das wäre ein Thema für eine längere Diskussion, ja. И у меня достаточно фактов, которые разбивают эту теорию. Die ihre These widerlegen. Вот, но это просто не, на самом деле второстепенно, то есть это. Aber das ist eher ein как бы всегда
можно найти оправдание агрессии, если man ты kann хочешь. Man kann ja immer eine Rechtfertigung für eine Aggression finden. Вот. И это найдется так же, как вот вчера Путин в своей речи сказал, что Крым – это сакральное место для всех россиян. Потому что россияне… Только оказалось, что 97% россиян не знают, почему это сакральное место. Aber 97% der Einwohner wissen gar nicht, warum das ein sakraler Ort sein soll, ja. Die Sakrale sind nur anders. Sind wir, um zu verdeutlichen, welche Bedeutung das hat. Du hast ganz gesagt, da musst du, das steht, da wird das schon nicht schön, die Emil Grindler, das sieht. Haben die Bedeutung? Sehen das so wichtig wie die ihren Tempelberg. Я гражданин России. Я bin Staatsbürger Russlands. Я был в Крыму Krim, в советский период и в украинский период. И я не верю, что кроме как имперских каких-то амбиций, у кого-то могут быть какие-то, не знаю, какие-то мысли на эту тему. Польша принадлежала Российской империи, Финляндия принадлежала Российской империи, Порт-Артур принадлежал Российской империи. Давайте еще туда. Много территорий. Viele Territorien. Калифорния и Аляска тоже. Я бы вот Калифорнию мне больше нравится. Also, ich würde sagen, Kalifornien, das gefällt mir besser. Ich habe eine Frage. Ich habe gehört oder gelesen, dass Putin gerade bei der russischen Bevölkerung so beliebt ist wie noch nie, 70% der höchsten Werte. Verstehen, sind die auf beiden Augen blind, die russische Bevölkerung? Oder warum erkennt da niemand, was da falsch läuft? Oder gibt es überhaupt keine Anzeichen, dass da irgendwie ein Widerstand kommt? Oder warum versteht das niemand, was da schief läuft? Warum? Ist das so? Потому что мы плохо работали. Weil wir schlecht gearbeitet haben. Потому что в течение вот того времени, когда можно было что-то делать, мы не убедили какую-то значительную часть населения, то, что демократия – это единственный способ управления. Что права человека нужно уважать и защищать. И еще многое другое не успели сделать. Потому что если вы посмотрите на новейшую историю Российской Федерации, в 91 году упал Советский Союз. В 93 году, через два года, танки расстреливали парламент в Москве. Что, в общем, серьезным образом подорвало любое доверие к демократическим процедурам. Потом началась Первая Чеченская война. А в 99 году Путин становится премьер-министром. Ну вот где-то в этот период, года два, нормальной ситуации в России, когда не было того или иного факта, который мешал развитию демократии. Вот поэтому. In seinem Leben jetzt, ja? In den letzten 20 Jahren. А что по вашему мнению вот оптимальное время за последние 20 лет? Самое хорошее время. На самом деле был
терпимо в начале путинского правления? Also, ich muss sagen, Anfang von Putins Herrschaft war ertragbar. Да, потому что в время Ельцина я был молод и еще мало чего понимал. Also, während Jelzins Zeit war ich noch zu jung und habe ich das alles noch nicht verstanden. Наверное, было весело. Вот, но das war wohl lustig, ja? Ну вот, да, где-то 2000-2005 год. Also 2000-2005. Мы, как экологи и правозащитники. Wir, also wir, die Ökologen, die Umweltschützer und die Menschenrechtler. Могли что-то делать. Hätten was tun können. Сейчас это практически невозможно. Aber jetzt geht's überhaupt nicht mehr. Okay. Machen wir noch eine Frage und dann. Das wäre eine persönliche Frage noch. Lichtschneeberfluss. Wie gefährdet sind Sie jetzt hier da in Deutschland für diese Aufklärungsarbeit, die was jetzt hier da betreiben? Und faktisch, du wolltest auch gerade eine Gamaritiearbeit in Germany. Da passt nicht mehr was. Ivka Kosti, wenn ich so. Ну, как я, честно, я не знаю. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Но после тех ситуаций, которые у меня были в Российской Федерации, aber nach all den Situationen, die ich erleben musste in der Russischen Föderation, прямые угрозы там, мне, моей семье, там, mich, gegen mich, gegen meine Familie, там, как это, письма, как это назвать? Wie soll ich das bloß nennen? Письма ненависти, да. Письма also ненависти. Briefe, Hassbriefe. От ультраправых. Von den Ultrarechten. Я не особенно чего боюсь в этой ситуации. Also deswegen muss ich sagen, habe ich hier keine. Ну, они, наверное, могут завести какое-то уголовное дело в связи с моей деятельностью. Aber natürlich ist es jederzeit möglich, dass die irgendwie ein Gerichtsverfahren anstrengen in Bezug auf meine Tätigkeit. Единственное опасение в этой связи это за моих оставшихся родственников. Ist für meine Verwandten. Которые я не могу в силу технических и финансовых причин вывести из России. Also die ich eben von hier aus nicht schützen kann. Ну, если это возможность представится, я это сделаю. Aber wenn ich die Möglichkeit dazu habe, würde ich, werde ich das tun. Как-то так. Dann machen wir die noch. Ich muss noch was loswerden. Der deutsche ehemalige NATO-General Peter Naumann hat vor einigen Monaten gesagt, Putin ist ein Taktiker, aber ein Stratege ist er nicht. Und das ist genau meine Meinung. Und jetzt komme ich zu Tschetschenien. Gestern hat er vor der Duma gesprochen, 15 Minuten, nervös vom Blatt gelesen und die Vorgänge jetzt in Tschetschenien hat er überhaupt nicht erwähnt. Und er wird Schwierigkeiten bekommen in der Zukunft mit Tschetschenien und weiteren anderen Republiken. Und Tschetschenien hat er nicht in die, haben sie nicht in die Freiheit entlassen, obwohl die Tschetschenen mehr als andere das Recht gehabt hätten. Und bei den Tschetschenen kann er nicht sagen, das sind auch Russen, wie er das bei den Ukrainern sagt. Wobei die Ukrainer ja immer als Kleinrussen bezeichnet werden. Und deswegen, wenn er die Krim annektiert und vielleicht noch die Ostukraine dazu haben will, dann gibt das Auftrieb für die anderen Republiken, vor allem im südlichen Bereich. Die wollen alle auch Unabhängigkeit haben. Interessante Theorie. Interessante Theorie. Я согласен. Я даже думаю, что Путин, как я сказал, он даже не тактик, он оперативник. Ja, der ist kein Taktiker, der ist ein operativ tätiger Mensch. Даже меньше, да, то есть. Sogar weniger, ja. И да, конечно, он испугался вчерашнего выступления в Чечне. Ja, natürlich, er hat da
wirklich bei der gestrigen Rede über Tschetschenien da. Потому что младший Кадыров его вполне убедил за эти годы, что он там всех уже победил. Кадыров президент Чечни. Что он победил все сопротивление в Чечне. Der hat also gesiegt trotz des ganzen Widerstands in Tschetschenien, der Präsident Kadyrov. И то, что случилось вчера, это выступление было полной неожиданностью. Das war also schlimm gestern, die Rede, die Putin gehalten hat. Есть другая проблема. Экономических возможностей Российской Федерации не хватает даже для того, чтобы удержать Крым экономически. Also die wirtschaftlichen Möglichkeiten Russlands reichen nicht mal aus, um die Krim zu unterhalten. Если туда прибавится хотя бы там одна область из Восточной Украины, und wenn dann noch die Ostukraine dazu käme, это грозит просто структурной катастрофой. Dann würde eine strukturelle Katastrophe drohen. Я не думаю, что он на это пойдет. Это und ich понимает. Denke nicht, dass sich auf sowas einlässt. Etwas, worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist jetzt die wirtschaftliche Situation, in welche Auswirkungen das haben wird auf die russische Gesellschaft. Aber das ist okay. Wir haben die Diskussion angefangen. Wir werden sie weiterführen. Und wir werden sicherlich auch die Presse, die jetzt auch von Seiten Russlands lanciert wird in Deutschland, wir haben vorhin drüber gesprochen, dass Russia Today zeigt auch macht, dass richtige Leserbriefkampagnen an deutsche Sender geschickt werden, also wirklich massenweise ganze Kampagnen halten, dass wir das kritisch verfolgen. Aber dazu noch abschließend die Frage von mir, was können wir als Zivilgesellschaft angesichts der Situation, gibt es Möglichkeiten, beispielsweise, was die Asylsuchen betrifft, würden Sie an Sie verlangen? Я, собственно, повторюсь, я включаю это в понятие солидарности. Ну, то, что лежит на поверхности, и чем я занимаюсь в силу своих скромных возможностей, это сбор информации о просящих убежище из России, об их конкретных ситуациях, не нужна ли им там юридическая или какая-то еще помощь. Aber man braucht dazu noch außerdem eine juristische Hilfe oder. И это уже нелегко, потому что речь идет о десятках людей. Das geht nicht nur um 10 Leute, ja, nicht nur um ein Dutzend. Как бы, и так как это будет увеличиваться, es wird sich ja steigern. Это требует большего внимания und и понимания этой ситуации. Denen mehr Aufmerksamkeit schenken und mehr Verständnis entgegenbringen. И второй момент, который как бы я тоже повторяю и очень благодарен за такую возможность, это то, что давать возможность рассказывать то, что происходит в России, давать вот эту критическую возможность, давать критическую оценку происходящего и реальное положение дел там с правозащитными организациями, с активистами, с этим, с репрессиями и так далее. То есть больше, чаще и не знаю даже. Ja, dann herzlichen Dank. Danke auch Ihnen. Ich denke, das war eine sehr anstrengende Zeit, die Sie jetzt hier gedolmetscht haben.
Ich würde gerne enden mit einem Veranstaltungshinweis. Wahrscheinlich kommt am 27.01. nochmal ein ukrainischer Gewerkschafter, wahrscheinlich auch ins Welthaus. Das ist alles noch nicht ganz organisiert. Man kommt aus der Ostukraine, aus einer dieser Gewerkschaften, die dort in den Minen tätig sind, wohl einer unabhängigen Gewerkschaft. Sind wir gespannt. Auf jeden Fall werden wir gucken, dass wir diese Debatte weiter betreiben. Nee, das dann im Anschrift der Newsletter oder auf der Website oder wie auch immer. Leider nicht mit der Veröffentlichung. Da kam dann eine andere Stiftung auf uns zu und meinte, wir hätten dieses Thema. Das läuft dann wohl mit Rosa Luxemburg. Gut.